Hallo und willkommen zurück zu Star Stable Frühlingsritt. Wir stehen immer noch bei Johnny Black und wir machen gleich mal hier noch Silber und Gold bei ihm, weil das Dressur einfach so Spaß macht und es jetzt auch nicht so schwer ist und nicht so lange dauert. Deshalb ist das okay, wenn wir hier die ganzen Rennen mal hintereinander machen bei ihm. Oder, ja, was heißt Rennen, aber ich nenne das halt immer Rennen. Silber ist wertvoller als Bronze. Meinst du, dass du schon die erforderliche Punktzahl erreichen kannst? Deine Leistung für die Bronzemedaille war gut, aber für die Silbermedaille musst du ein ganzes Stück besser sein. Das, ja, dürfte machbar sein. So, wir starten wieder mit Arbeitsgalopp. Und wir brauchen jetzt übrigens 111 Punkte. Am Anfang waren es hier irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas mit 90, 95 oder so. Und jetzt sind es schon 111. Aber wir haben 111 jetzt auch schon erreicht. Jetzt darf ich nur keinen Fehler mehr machen, sonst gibt es wieder Punktabzug. Das geht ganz schnell. So, und wieder Arbeitsgalopp. Später gibt es dann auch noch so Dressurübungen, wo man viel mehr Figuren machen muss. Und wenn man da dann mal Fehler macht, ich glaube, das gibt dann wirklich schnell viel Abzug. Soweit ich das noch in Erinnerung habe. Also es ist... Ja, man darf nicht so viele Fehler machen. Gut, gut, sehr gut. Hier hast du die Silbermedaille. Jetzt habe ich noch eine Medaille für dich, falls du dich dieser Herausforderung stellen willst. Level gestiegen. Wahrscheinlich können wir hier auch wieder nur bis Level 11 gehen. So wie in den anderen Teilen. Aber man levelt am Anfang ja eh immer so schnell. So. Machen wir jetzt Gold. Dann haben wir schon mal hier unser erstes Rennen abgeschlossen. Und auch das einzige. Wir haben sonst noch nirgendwo Medaillen. Aber das ist okay. Wir haben ja erst angefangen. Okay, Jasmine. Jetzt geht es um die höchste Medaille, die wir beim Dressurreiten in Rockwell vergeben. Hast du schon das Zeug dazu? Dann zeig's mir. 124! Wow. Das ist viel. Ich weiß gar nicht, wie viel wir vorher immer hatten. Ich habe da nie so drauf geachtet. Das ist jetzt aber auch... eine andere Figur wie vorhin. Ich glaube, das können wir schon gar nicht mehr schaffen, weil wir es jetzt verkackt haben, oder? Ich warte jetzt mal die Zeit ab und fange nochmal von vorne an. Ich hatte es gerade... bisschen irritiert. Nee, es war keine andere Figur. Irgendwas hat mich gerade mega irritiert. Ich weiß gar nicht genau was. Egal, wir fangen nochmal von vorne an. Also irgendwie war gerade... Ich weiß es nicht. Ich habe, glaube ich, gerade an die zweite Figur gedacht. Und die mit der ersten verwechselt. Also irgendwas war gerade in meinem Kopf... Aber egal, reden wir nicht drüber, machen wir hier einfach nochmal von vorne. Und ihr habt ja jetzt auch gesehen, also man muss wirklich ganz genau auf dieser Linie bleiben. Wenn man nur ein bisschen zu weit draußen ist, dann hat man die Figur schon verkackt und kann eigentlich von vorne anfangen. Also man muss hier wirklich sehr, sehr genau sein. So. Ist aber komisch, dass mir vorher nie ein Fehler passiert ist. Und jetzt, wo mir kein Fehler passieren darf, passiert mir einer. Das ist irgendwie immer so. Ich meine, das war ja bei dem
Wie hieß denn das? Bei diesem großen Wettkampf am Ende in Winterritt war das ja genauso. Da auf einmal mega viele Fehler, weil es dann drauf ankam. Wir haben es gerade so geschafft. Ich habe einen Stern verpasst. Gerade so. Also es ist nicht so einfach, aber es ist auf jeden Fall machbar. So. Hier ist deine wohlverdiente Goldmedaille fürs Dressurreiten auf dem Platz von Rockville. Vielleicht könnt ihr die anderen Dressurtrainer hier aus der Gegend noch mehr beibringen, falls du sie noch nicht besucht hast. Nein, habe ich noch nicht. Sehr schön. Also die Medaillen sehen jetzt an sich nicht so hübsch aus, aber schön, haben wir schon mal welche. Und er hat noch eine Quest. Willst du dich verbessern? Hey Jasmine, na du scheinst ja mit deinem Training gut voranzukommen. Weißt du noch, was ich dir anfangs gesagt habe? Dass das Dressurreiten die Grundlage für jede Art von Reitkunst ist? Nun, ich kenne jemanden, der dich da noch weiter voranbringen kann. Sie heißt Lisa und arbeitet unten am Strand auf dem Shoreline-Reinplatz. Der gehört zu meinen Erweiterungsplänen. Wir haben noch viel vor. Okay. Ich gehe jetzt aber erstmal wieder zurück nach Rockwell. Also Lisa, Linda und Alex trifft man ja immer in den Spielen an, nur Anne komischerweise nicht. Ich meine, Star Stable Online erfährt man ja dann, wieso Anne nicht da ist, aber ich weiß nicht, als diese Spiele rauskamen, war ja, glaube ich, noch kein Star Stable Online geplant. Ist ein bisschen komisch, dass Anne nicht, also dass Anne hier nie vorkommt. Naja gut, wir wissen ja dank Star Stable Online, was mit ihr passiert ist. So, ich gebe jetzt erstmal die Blumen bei ihm ab. Oh, wunderbar. Die sind ja prachtvoll. Die werden sich in meinem Laden sehr gut machen. Hallo Jasmine, tust du mir einen Gefallen und bringst am schwarzen Brett bei euch am Stall von Rockville einen Zettel an? Ich möchte den Frühling endlich mal mit jemandem an meiner Seite verbringen. Aber ich traue mich einfach nicht, ein Mädchen direkt anzusprechen. Das wäre einfach... Du weißt schon, irgendwie peinlich. Oh, jö. Tja, in Zeiten, wo es noch kein Tinder und so gab, da hat man das mit Nachrichten am schwarzen Brett gemacht. Das mache ich doch gerne für ihn. Ich wollte jetzt sowieso wieder da hoch, weil, ja, ich jetzt eigentlich noch gerne die Bronzemedaille machen würde, bevor wir weiterziehen. Also die Bronzemedaille bei der Dame da. Besondere Mitteilung. Der Frühling ist da. Achso, das ist ja... Das muss ich jetzt in seiner Stimme vorlesen. Der Frühling ist da. Wie wäre es, wenn wir diese wunderschöne Zeit gemeinsam verbringen? Ich denke da an Bergwanderungen, lange Spaziergänge zu zweit, Kino, zusammen essen gehen. Hinterlasse deine Antwort im Laden von Manny. Kennwort, Love is in the air. Oh, das ist voll süß. Oh, ich mag den. Ich tue jetzt mein Pferd noch kurz tränken. Ich tue mein Pferd tränken. Das ist gut gedeutscht. Ich tränke mein Pferd jetzt noch. Heu habe ich ja noch keins, weil ich ja kein Geld habe, wie man hier unschwer erkennen kann. Ich werde aber nach diesem Part hier ein bisschen Stallarbeit machen. Dann, also hier im Stall von Rockville. Dann können wir uns nämlich endlich Heu und bessere Klamotten kaufen. Genau, das ist so der Plan. Wobei es sein kann, dass ich den Part gar nicht hier beende, sondern woanders. Ich muss mal gucken. Ansonsten reite ich halt hier wieder zurück. Ist ja jetzt nicht so eine riesige Map. Das ist die Zeit, die ich für die Bronzemedaille veranschlagt habe. Na, willst du es versuchen? 4 Minuten. Schon 1,5 Minuten weniger als bei der ersten Runde. Die geht aber hart runter hier. Ich meine, klar, 4 Minuten reichen auch, aber das ist schon ein ordentlicher Zeitunterschied. Ich glaube, wir haben jetzt hier bei dem Anfängerpferd wieder das Problem, dass die Ausdauer so schnell flöten geht. Das ist immer so das größte Problem mit diesen Level 1 Pferden. Wobei mir das in Herbstritt gar nicht so aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ich glaube, da war das nicht so extrem. Wobei es hier jetzt auch geht. Ich glaube, das war echt nur ein Winterritt. So krass. Weil das Pferd ja dann wirklich ab und zu einfach stehen geblieben ist.
sind wir hier gleich wieder bei der einsamen Dame an dem Haus. Oder die Dame an dem einsamen Haus, wie auch immer. Vielleicht ist die Dame ja gar nicht einsam. Aber das Haus wirkt auf jeden Fall so einsam, so ganz alleine auf dem Berg. Ich frage mich auch generell, wie viele Mitarbeiter, die damals diese Spiele hier entwickelt haben, überhaupt noch bei Star Stable Online sind oder ob da überhaupt noch irgendjemand ist, der in diesem Spiel mitgearbeitet hat, der jetzt bei Star Stable Online arbeitet. Ich meine, irgendjemand hat sich ja diese Story mit Starshine Legacy und den Soul Raidern mal ausgedacht. Und ich frage mich, ob diese Person dann bei Star Stable Online... Ich meine, am Anfang werden die wahrscheinlich, die Mitarbeiter von diesem Spiel hier, auch an Star Stable Online beteiligt gewesen sein. Aber wie viel davon jetzt noch wirklich da sind? Ich könnte mir nämlich gut vorstellen, dass das dann komplett andere Leute übernommen haben und die Story halt einfach weitergesponnen haben. Aber das wäre echt mal interessant zu wissen, wie viele Leute dann noch von dem Ursprungsprojekt Star Stable wirklich jetzt noch am Online-Spiel beteiligt sind. Das würde mich irgendwie echt interessieren. Generell, die sagen ja bei Star Stable Online nie irgendwas zu ihrer Vorgeschichte, zu diesen Spielen. Ich würde echt gerne mal wissen, was da so für ein Zusammenhang besteht. Aber das wird man wahrscheinlich nie erfahren. Gut gemacht, die Zeitvorgabe scheint angemessen zu sein. Wenn du wissen willst, welche Zeit ich für die Silbermedaille eingetragen habe, frag mich einfach danach. Ja, nicht jetzt. Ich verteile mal wieder die Fähigkeitenpunkte. So, dann... wir haben hier noch in Rockville eine Quest. Sehe ich gerade. Also, nicht von Jordan Jett, sondern von jemand anderem. Schaue ich da mal vorbei. So, die müsste hier sein. Hä, aber hier ist doch niemand. Hä? Ich bin doch... hier auf der Karte. Ich bin doch genau auf dem gelben Punkt. Ach, hier. Ich sollte vielleicht mal genauer gucken. Hi Jasmine, ich habe gerade die Mitteilung im schwarzen Brett gelesen und finde Manny total süß. Aber ich traue mich nicht, ihm das selbst so direkt zu sagen. Könnte Stream das vielleicht, also, du weißt schon. Ich heiße übrigens Jenny. Oh, sie könnte ja auch einen Zettel hinterlassen. Das finde ich auch irgendwie romantisch. Aber ja, klar, ich sag's ihm natürlich. Jenny? Machst du Witze? Sie ist doch viel zu hübsch für mich. Oh Gott, was soll ich denn jetzt machen? Glaubst du wirklich, sie meint es ernst? Naja, ein Versuch könnte ja nicht schaden. Ich muss aber erst mal darüber nachdenken. Okay, ich habe mich schon entschieden. Ich rufe sie sofort an. Vielen Dank, dass du mir das gesagt hast. Oh, jetzt spielen wir hier ein bisschen Amor. Das ist voll süß. Okay, wir haben ja jetzt noch ein bisschen Zeit. Dann... ich meine, sonst haben wir jetzt hier gerade keine Quest, außer halt Silber und Gold bei dieser Jade, aber... heißt die Jade? Jaden. Jaden Jet oder so. Ja, aber das machen wir ja jetzt nicht. Okay, ich reite jetzt mal hier in die Richtung, weil wir ja zu Lisa, glaube ich, gehen sollten, oder? Lisa, ja. Aber unser Pferd hat bisher erstaunlich lange durchgehalten ohne Heu. Ich hab das Pferd noch nicht einmal gefüttert. Nicht schlecht.
Wir haben hier rechts, also ich sehe gerade auf der Karte, hier rechts ist ein Fluss, aber ich glaube, da kommen wir gar nicht hin, weil hier diese Felsen im Weg sind. Weil sonst hatte man ja immer in jedem Gebiet einen Fluss. Ich weiß nicht. Können wir ja mal schauen. Ist voll schön, dass jetzt hier so viele Blümchen wachsen. Oh, da oben ist eine Aussichtsplattform. Da gehe ich doch mal hoch. Okay. Oh, hier ist ein Reitplatz. Eine Windmühle. Und da dann... Ist das schon das Meer? Ja. Ja. Gehe ich wieder runter. Also ich habe das Frühlingsrittgebiet nicht so im Kopf wie die anderen Teile. Beziehungsweise wie Herbstritt und Winterritt. Deswegen kenne ich mich nicht ganz so in der... Wie sagt man das? Auf der Karte aus. Eigentlich wollte ich ja... Ich reite jetzt hier in eine komplett andere Richtung. Ich wollte ja eigentlich zu Lisa. Aber ich bin jetzt neugierig geworden. Ich will mir hier hinten... Ich will mich hier mal umschauen. Wow. Das ist... Ich überlege gerade. In Sommerritt gibt es nämlich so ein ähnliches Gebiet, so Sümpfe. Ob das jetzt das ist, aber das kann von der Lage her eigentlich nicht sein. Oder vielleicht, wenn Sommerritt hier spielt. Ich weiß leider nicht mehr, wo Sommerritt spielt. Ich glaube hier. Dann könnte das schon sein, dass das die Sümpfe sind. Aber eigentlich steht dann da auch ein Schloss irgendwo in der Nähe. Interessant. Okay. Hat sich doch gelohnt, der kleine Abstecher hier. So, jetzt aber zu Lisa. Ich meine, die Karte ist ja nicht so weitläufig, da sind wir ja schnell. Und hier können wir sicher auch noch irgendwas machen nachher. Lauf, lauf, lauf. Und ich benutze mal wieder nicht die Wege, weil ich gerne abkürze. Also Lisa scheint, glaube ich, bei der Windmühle zu sein. Wie ein Herbstritt. Da war sie auch bei der Windmühle. Ist ja schön. Oder halt in der Nähe der Windmühle. Generell, Frühlingsritt erinnert einen schon viel mehr an Herbstritt. Also Winterritt war ja da nochmal so komplett anders. Also ich meine, klar, in Winterritt hat es auch geschneit, aber ich meine hier so die Häuser, die Windmühle. Ja, das kleine Dorf, diese Pferdestatuen, das ist alles irgendwie so aus Herbstritt. Hier steht sie. Du hast es entdeckt. Shoreline-Weitplatz. Hallo Jasmine. Johnny hat mir von dir erzählt. Ich bin auf diesem Reitplatz hier als Trainerin angestellt und freue mich darauf, mit dir zu arbeiten. Zeit, dass du weiter vorankommst. Johnny hat dir sicher schon die Grundlagen des Dressurreitens beigebracht und dir gesagt, dass die Dressur die Basis jeder Reitsportdisziplin ist. Sie bestimmt dein reiterliches Können maßgeblich. Ich will dir helfen, deine Fähigkeiten zu verbessern. Na, bist du bereit? Na klar. Noch mehr Dressurreiten. Juhu. Ich weiß gar nicht, ob in dem Teil... Also, ich glaube nicht. Man macht hier nicht nur Dressurreiten. Also, ich meine, es gab ja schon eine Geländestrecke bei Jordan Jett, aber... ich frage mich, ob es hier auch einen Springparcours gibt. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Wir haben hier übrigens vier Figuren, die wir reiten müssen, nicht nur drei. Oh oh. Ich merke das immer nicht, wenn die Anzeige hier unten blinkt. Da muss man immer aufpassen, weil das Pferd dann langsamer wird.
Ja. Was brauchen wir denn? 98, ja, da sind wir ja jetzt weit drüber. Wenn ich jetzt nicht zu viele Fehler mache, dann dürfte das kein Problem sein. Und ich glaube, ich warte mit der mit der Stallarbeit doch noch ein Part. Weil ich glaube, wir kommen dann im nächsten Part zu einem neuen Stall. Deshalb warte ich lieber noch. Oh, wir haben Zuschauer, sehe ich gerade. Da oben stehen Leute. Prima, Johnny hat recht gehabt. Du machst dich wirklich gut im Sattel. Ich habe mir ein paar Anforderungen für die verschiedenen Medaillen, die wir in unserem diesjährigen Reitcamp vergeben, überlegt. Es wäre schön, wenn du die mal austesten könntest. Sag mir Bescheid, wenn du Zeit dafür hast. Ja, ich glaube, ich verschiebe das mit der Stallarbeit doch noch ein bisschen. Wie gesagt, weil ich glaube, dass wir dann jetzt bald einen neuen Stall kennenlernen. Und mach das dann nach dem nächsten Part. Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss.